Wenn in den heutigen Dokumentationen von Panzerarsten des Zweiten Weltkrieges die Rede ist, dann fallen oft Namen von Panzerarsten des Dritten Reiches, wie Kurt Knispel mit 168 bestätigten Abschüssen feindlicher Panzer, Otto Karius mit 150 und Michael Wittmann mit 138. Doch es gab auch unter den alliierten Soldaten auch erfolgreiche Panzerasse. Dem sowjetischen Panzerfahrer Dmitri Fjodorowitsch Lavrinenko ist im Herbst-Winter des Jahres 1941 in nur 2,5 Monaten Fronteinsatz gelungen, 52 bestätigte Abschüsse deutscher Panzer in der Schlacht um Moskau zu erzielen. Diese Zahl wurde bis zum Ende des Krieges weder von einem amerikanischen, britischen oder anderen alliierten Panzerfahrer nicht erreicht. Leider wurde Dmitri Lavrinenko am 18. Dezember des Jahres 1941 auf einem Fußweg außerhalb seines Panzers von einem deutschen Mörsergranatensplitter tödlich getroffen und verstarb. In diesem Video erzähle ich euch die Geschichte über das Leben und den Tod des sowjetischen Panzerasses Dmitri Lavrinenko. Los geht's! Dmitri Fjodorowitsch Lavrinenko wurde am 10. September des Jahres 1914 im kosakischen Dorf Stanista Bistrasnaya in der Krasnodar-Provinz des russischen Zarenreiches geboren. Dmitri wurde von seiner Mutter erzogen, da sein Vater im Bürgerkrieg im Jahre 1917 starb. Im Jahre 1931 schloss der junge Lavrinenko die Schule in Vosnezenskaya ab und begann mit einem Lehramtsstudium. Da er für einen Lehrer sehr jung war, schaffte er es, diesen Beruf nur für eine kurze Zeit auszuüben. Weiter hatte er eine Leidenschaft für Maschinentechnik und gepanzerte militärische Fahrzeuge gehabt. Im Jahre 1934 trat er freiwillig in die Rote Armee ein, in die Abteilung der Kavallerie, da Panzerverbände in der Sowjetunion in dieser Zeit kaum existierten. 2 Jahre später trat er in die Panzerschule der Roten Armee in Ulyanovsk bei und beendete die Ausbildung im Mai des Jahres 1938 mit dem Rang eines Juniorleutnants. Im Jahre 1939 nahm er am sowjetischen Feldzug in Polen teil und im Jahre 1940 an der ukrainisch-moldawischen Grenze. Mit dem Überfall des Dritten Reiches auf die Sowjetunion im Jahre 1941 war Lavrinenko Panzerkommandant auf den damals neuen sowjetischen Panzer T-34 mit einer 76,2 mm Kanone und war der 15. Panzerdivision unterstellt. Bei dem Beginn des Krieges wurde seine Einheit in dem Dorf Stanislav in der Westukraine stationiert. Weiter wurde er in die 4. Panzerbrigade versetzt und kommandiert eine Gruppe aus 5 Panzern vom Typ T-34. Bei seinem ersten Kontakt mit der deutschen Wehrmacht unterschied sich Dmitri Lavrinenko kaum von den anderen sowjetischen Panzerfahrern. So hatte er auch einen rebellischen Charakter gehabt, nachdem er sich weigerte, seinen kaputten Panzer zu sprengen, um ihn nicht den Deutschen zu überlassen. Am 6. Oktober des Jahres 1941 zeichnete er sich zum ersten Mal in seiner Karriere aus, als er mit seiner Gruppe aus 5 T-34-76 Panzern einen deutschen Panzerkonvoi der 4. Panzerdivision der Wehrmacht angriff, welche auf dem Weg zu einem sowjetischen Infanterieregiment war, um dieses zu vernichten. Bei diesem Angriff fügte die T-34-Gruppe dem Feind schwere Verluste hinzu. Nach jedem Schuss positionierten sich die T-34 erneut, sodass bei den deutschen Panzerfahrern der Eindruck entstand, dass es sich um eine größere Gruppe von sowjetischen T-34 handle. Bei diesem Angriff konnte Lavrinenkos Panzer 4 deutsche Panzer vom Typ Panzerkampfwagen 3 abschießen. Oberfeldwebel Antonov, ein anderer T-34, schaffte es, 7 deutsche Panzer auszuschalten und Feldwebel Kapotow, ein anderer T-34, konnte einen Panzer ausschalten. Außerdem ist Unterleutnant Polianski die Zerstörung von 3 Panzern und 4 Motorrädern gelungen. Bei diesem Angriff nutzten die sowjetischen Panzer das Überraschungsmoment, um die 15 deutschen Panzer zu vernichten und das besagte sowjetische Infanterieregiment vor ihrer Vernichtung zu retten. In einer ähnlichen Situation retteten Lavrinenkos Panzer eine sowjetische Artillerieeinheit. Lavrinenko sagte einmal, wir kommen vielleicht nicht lebend zurück, aber wir müssen diese Einheit retten. Dann nach vorne.
Genau so zitierte Feldwebel Ponomarenko, Lavrinenkos Fahrer, ihn mit diesen Worten. 3 Tage später, am 11. Oktober des Jahres 1941, wieder an der Moskauer Front, lauerte Lavrinenkos Panzergruppe in den Waldrand einen deutschen Panzerverband auf und konnte 6 Panzer zerstören. Der Rest trat den Rückzug an. An diesem Tag hat Lavrinenko in seiner Karriere 7 Panzer vom Typ 3 der Wehrmacht vernichtet. Am 19. Oktober des Jahres 1941 erhielt Lavrinenko Befehle vom Kommandostab, bei der Verteidigung des Dorfes Serpukhov zu helfen, welches sich 90 Kilometer südlich von Moskau befand. Diesen Befehl nahm Lavrinenko mit großer Entschlossenheit an. Vom Kommandostab erfuhr er, dass eine deutsche Kolonne in der Größe von ca. 400 Mann sich dem Dorf Serpukhov nähert. Diese Kolonne fuhr auf eine Landstraße und die sowjetischen Verteidiger dieses Dorfes waren zahlenmäßig unterlegen. Außerdem war die weitere sowjetische Verstärkung erst auf ihrem Weg und würde erst zu spät eintreffen. So bestand die sowjetische Verteidigung aus einem T-34, nämlich Lavrinenkos Panzer, und ca. 100 Infanteristen. Die Zeit, welche geblieben war, bereitete Juniorleutnant Lavrinenko sorgfältig den Hinterhalt vor. Einige Stunden später schien die deutsche Kolonne auf der Landstraße kurz vor dem Dorf. Ganz vorne fuhren Motorräder, dann Halbkettenfahrzeuge, welche Panzerabwehrkanonen hinter sich zogen. Die Soldaten der Wehrmacht rechneten damit überhaupt nicht, dass sich ganz in ihrer Nähe ein sowjetischer Panzer T-34 auf die Lauer gelegt hat. Eine Haupttaktik Lavrinenkos war, so nah wie möglich und unerkannt sich an den Feind heranzuschleichen. Lavrinenko wartete, bis die Kolonne nur noch 150 Meter von ihm entfernt war, um dann den ersten Schuss abzugeben. 2 Panzerabwehrkanonen wurden sofort in wenigen Augenblicken ausgeschaltet. Eine dritte wurde gerade schon auf Lavrinenkos Panzer ausgerichtet. Doch Lavrinenko gab seinem Fahrer den Befehl, Vollgas zu geben, und so überfuhr sein T-34 die Panzerabwehrkanone und rammte einige Halbkettenfahrzeuge. Nach diesem Manöver erschoss die sowjetische Infanterie den Rest der Kolonne. Dank Lavrinenkos Engagement konnte die Rote Armee 12 Maschinengewehre MG-42, 3 Halbkettenfahrzeuge und 2 Panzerabwehrkanonen mit zahlreicher Munition erbeuten. Weiter ging auch ein Stabswagen der Wehrmacht in sowjetischer Hand mit wichtigen Dokumenten, welcher sofort nach Moskau verfrachtet wurde. Am 17. November des Jahres 1941 ereignete sich ein Panzergefecht in der Nähe des Dorfes Glistiewo. 3 T-34 und 3 BT-7-Panzer unter dem Kommando des mittlerweile zum Leutnant beförderten Lavrinenko lauerten 18 deutschen Panzern auf. Die Deutschen verloren 7 Panzer und konnten 3 BT-7 ausschalten und 2 T-34 schwer beschädigen. Am nächsten Tag konnten Teile der Wehrmacht erfolgreich die rechte Flanke von General Panfilows 306. Schützendivision, welche sich von Moskau eingegraben hat, angreifen. Als Lavrinenko diese schlechte Nachricht erreichte, fuhr er mit seinem Panzer nach Norden Richtung des Ortes Schischkino. Hier bereitete er wieder einen Hinterhalt vor. Sein T-34 war in weiß gestrichen und wurde zusätzlich rundum mit Schneehaufen bedeckt. Minuten später sichtete er 18 deutsche Panzer, welche auf einer Landstraße fuhren. Lavrinenko wartete, bis er die Breitseite der Panzerkolonne im Visier hatte und eröffnete das Feuer. Als erstes schoss er die Führungspanzer ab. Als die Kolonne stoppte, konzentrierte Lavrinenko und seine Crew ihr Feuer auf das Zentrum. Insgesamt zerstörte Lavrinenkos T-34 in diesem Gefecht 6 deutsche Panzer. Mit dieser Aktion konnte Lavrinenko den Vormarsch der Wehrmacht in diesem Sektor stoppen. Am 19. November des Jahres 1941 befand sich das sowjetische Panzerass in dem Dorf Gusanewo. Plötzlich erblickte er 8 Panzer vom Typ Panzerkampfwagen 3 auf einer Landstraße. Lavrinenko und seine Crew sprangen sofort in ihren T-34 und fuhren auf die deutsche Panzergruppe zu. Dann ließ er sein T-34 stoppen und feuerte. Einen deutschen Panzer konnte er mit der ersten Salve ausschalten. In einem Zickzack fuhr er weiter und vernichtete weitere 6 Panzer. Beim letzten klemmte der Schussmechanismus in seinem T-34 und der letzte deutsche Panzer zog sich zurück. Doch plötzlich erschienen 8 weitere deutsche Panzer hinter einem Waldrand. Lavrinenkos Panzer konnte immer noch nicht feuern. 2 deutsche Panzergeschosse prallten an der Front des T-34 ab.
Eine dritte durchschlug die Panzerplatte und tötete Lavrinenkos Fahrer. Lavrinenko und seine restliche Mannschaft stiegen sofort aus und flohen zu Fuß in den Wald. Am 18. Dezember des Jahres 1941 hat Lavrinenko in seiner Karriere die letzten deutschen Panzer vernichtet und die Gesamtanzahl seiner bestätigten Abschüsse erreichte die 52. An diesem Tag entschied sich Lavrinenko, das von der Wehrmacht besetzte Dorf namens Pokrovskoje zurückzuerobern. Die Deutschen kamen mit zusätzlichen 10 Panzern und bewegten sich auf das Dorf Guruni zu, um Lavrinenko und seine Panzergruppe von den sowjetischen Hauptstreitkräften abzuschneiden. Das 27-jährige Panzer lokalisierte die deutschen Panzer und verstand die Sachlage. Er befahl seiner Panzergruppe, sofort nach Guruni zu fahren, um die deutschen Panzer anzugreifen. Zeitgleich kam auch die sowjetische 1. Panzerbrigade unter Generalmajor Katukov an und half bei diesem Angriff. Lavrinenko konnte bei diesem Gefecht seinen 52. bestätigten Abschuss erringen. Daraufhin zog sich die Wehrmacht zurück und belegte das Dorf Guruni mit einem massiven Mörserfeuer. In dieser Zeit war auch Oberst Chernajorov, Kommandant der 17. sowjetischen Panzerbrigade, ganz in der Nähe und bestellte Lavrinenko in sein Hauptquartier. Nachdem Lavrinenko seine Abschüsse dem Oberst berichtet hatte und neue Befehle empfang, ging er zu Fuß zurück zu seinem T-34. Doch plötzlich fiel Lavrinenko tot um in den kalten Schnee. Der erfolgreichste alliierte Panzerkommandant des Zweiten Weltkrieges wurde außerhalb seines Panzers durch einen Splitter einer deutschen Mörsergranate getroffen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Dmitri Lavrinenko, wenn ihm das Schicksal mehr Zeit gegeben hätte, die besten deutschen Panzerasse wie Kurt Knispel, Otto Karius und Michael Wittmann an die Anzahl ihrer Abschüsse bestimmt herangekommen wäre. Die deutschen Panzerasse saßen in viel besser gepanzerten und bewaffneten Fahrzeugen. Gleichzeitig musste Lavrinenko in seinem T-34-76 gleichzeitig Kommandant und Schütze sein. Weiter ist es auch bekannt, dass der Typ seines Panzers eine schlechtere Rundumsicht hatte und dessen Turm ziemlich eng war. Hätte Lavrinenko bis zum Ende des Krieges überlebt, ist es höchstwahrscheinlich, dass er an die Abschusszahlen der deutschen Panzerasse rangekommen wäre. Das war es heute zum sowjetischen Panzerass Dmitri Lavrinenko. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.